Hey, Postbote. Pass mal auf, das kann man alles rüberreichen. Später von Valindas Krone theoretisch, ja, aber Bam braucht auch Kraft. Warum habe ich den Gefährten noch nicht ausgerüstet gehabt? Allianz, warum ich den Linien noch nicht ausgerüstet gehabt? Ich muss den komischen Gefährten-EP benutzen. Gefährte ansehen? Ah, ja. So, wie kann ich einen Wegpunkt wieder entfernen auf der Karte? Indem du wieder draufklickst, ist ein bisschen friemelig. Ah, okay. So, Gefährte. Lasst mich euch etwas vorspielen. Ach ja. Und direkt vollkommen hoch ausbilden. So, Blindenhund ist noch in Ausbildung. Freddy Voll, ich kann noch ausgebildet werden. Freddy Voll, ich kann das noch nicht. Ach komm, egal. Werde ausgebildet. Werde ausgebildet. Ich komme jetzt in eure Instanz. In 20 Sekunden komme ich in eure Instanz wieder. Ich glaube, ich habe zu viele Erfahrungsbücher genommen. Ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen. Oh, ich habe so einen Knacken auf dem Bild, auf den Ohren. Oh no. Schnell muss ich schnell zu dir rüber, bevor das Unvermeidliche wieder eintritt. Wieder da, was los? Ach, Bam hat einen Knacken auf den Ohren. Ich habe kurz mal ein paar Sachen vom Zweiwaffenkämpfer geholt, die Bam oder aushelfen könnten. Ich will meine lilanen Truhen aufmachen, aber dafür brauche ich diese scheiß Schlüssel, ne? Ja, dieser Echtgeldschlüssel. Und die Chancen, dass du dir was Gutes rausbekommst, sind sowieso so gering. Das sind jetzt die typischen Lootbox-Dinger. Bamo. Hey, Bamsen. Hier, pass mal auf. Oh, ich hab Knacken auf dem Ohr. Ja, nicht den Handel abbrechen. Hier, pass mal auf. Ich habe erstmal was Schönes für dich. Das hier. Dann habe ich noch das hier für dich. Und das kommt nämlich hier drauf. Genauso wie das da. Damit müsstest du links und rechts alles ermorden. So, warte mal. Wie war jetzt was? Was bist du? Die Verzauberung auf die Waffe und die Waffe benutzen. Und das andere ist so ein Artefakt, das du benutzen kannst, das bei dir Kraft verstärken wird. Ich glaube, das war's. Und dann hast du also eine Übermotherfucker-Waffe, die mit dir mitleveln wird. Das heißt, die wird, bis du Stufe 60 bist oder so, definitiv deine stärkste Waffe sein. Und sieht auch leicht böse aus. Die Verzauberung erhöht den kritischen Trefferschaden, das Teil macht maßgeblich. Was? Moment. Ah, Splitter der Widerholzkrone, okay. Den kann ich nicht drauflegen. Nicht den Splitter. Diese gelbe Verzauberung, die ich gegeben habe. Diese 7. Genau, die Lichtverzauberung Rang 7. Die auf die Waffe tun, die gibt noch Kraft obendrauf. Ach so, Waffenverbesserungsplatz, schwächere Henkersverzauberung. Ja, die ist ja schon drauf bei dir. Und auf den Angriffsplatz. Und auf den Angriffsplatz kommt die, kommt die Lichtverzauberung. Ah, okay, gut. Für Kraftbuff. Ich hätte dir auch so die Lichtverzauberung geben können, aber ich weiß nicht, ob du nicht bankrott gewesen wärst nach dem ersten Versuch, das Teil. Jetzt habe ich hier noch eine Lichtverzauberung. Ja, ich habe zwei aus dem Tamaluna Handelsbahn gekauft. Aus dem Handelsbahnladen gekauft. Ich hatte da irgendwie genau genug Handelsbahn dafür. Okay, dann hebe ich mir meine auf. Ja. So. Jetzt hast du eine Motherfucker-Waffe, damit lässt sich arbeiten. Die levelt auch mit dir mit. Ich habe auch das Knacken auf den Ohren.
So, ich glaube, wir sollten mal die Quest machen gehen. Genau, ne? Wir sollten mal nach dem Black Dagger Ruinen gehen und da mal unsere Artefakte abholen. Weil das Knacken ist echt unangenehm, ey. Bei mir auch. Es könnte sein, dass es in einer Protectors Enklave liegt. Das könnte sein. So, zurück weil nach Black Dagger. Ich hab's gerade aber nicht. Und ich bleib gestürzt. Black Dagger, Black Dagger, wo ist Black Dagger? So, warte mal kurz. Ist blind? Dann. Ja. So. Oh, ich geh mal gucken, ob ich hier irgendeinen verprügeln kann. Jo. Immer schön vorsichtig sein. Auf einmal macht mein Schaden einen Sinn. 758. Ja. Wir hätten hier eine Abkürzung nehmen können eigentlich. Egal. Okay, das sieht doch schon besser aus. Das hab ich mir gedacht. Vor allem, weil deine Waffe jetzt 12% mehr kritischen Trefferschaden macht. Ich hab endlich diesen furchtbar hässlichen Helm deaktiviert. Ich hab das Knacken immer noch. Nein, ich hab's jetzt gerade nicht. Tu dir einen Gefallen und stürz dich ab. Gebt mir alles, was ihr habt. Oh. Da hat der Eisbolz ein bisschen Kollateralschaden angerichtet. Wenn das Spiel dir keine Dinge gibt, die Kraft geben, dann muss man es selber in die Hand nehmen. Oh, ich hab was gewürfelt, Moment. Was kann das? Ey, Spiel, du verarschst mich doch. Ist es schon ein Müll? Ja, natürlich. Natürlich. Ich hab was mit 65 kritischen Schaden und es gibt mir, ey, 65 kritischen Schaden. Ja, wenn der ganze. Was macht ihr denn hier? Aua! Oh, warte, ich will meine neue Kraft ausprobieren. Aber irgendwie ist niemand mehr hier. Das Gebiet ist keine Instanz, die respawnen also. Außerdem ist hier noch einer. So ein morsches Skelett. Das eigentlich ja, One-Hit-Kill ist für alles. Ich will nicht handeln. Ich will doch nur die. Ach, du Mistvieh! Luftdrang kannst du testen. Stimmt, geh mal aus dem Weg. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich habe das Falsche genommen. Das ist aufgefallen. Ja, es hat ein ähnliches Eigen wie das göttliche Licht. Deswegen dachte ich halt, dass es mein normales Tier ist, aber es ist halt auch so. E. Deswegen. Da, das kann ich nur Luf sagen, gute Arbeit. Ach ja. Ich weiß gar nicht, Luf, hast du wieder bis 9 Uhr Zeit, oder? Ey, ich sag die Quest noch. Nein, ich will nicht handeln. Also ich würde sagen, die Quest. Die Quest noch. Die Quest noch und dann gehen wir in der nächsten Aufnahme nach Neverdeath, meinst du? Ja. Macht Sinn. Passt ganz gut, dann kriegen wir so ein Gebiet pro Aufnahme oder so. Ist immer ganz gut drin. Okay, also. Bewegt euch nicht, es will. Ha! Der schafft also eine Fläche des Todes. Was macht diese Kraft? Er schafft einen Kraftfokus am Ziel und solange ihr in den Kraftfokus. Oh, solltet ihr drin stehen bleiben. Was bewegt ihr, wenn du drin stehen bleibst? Solange ihr in den steht, wird euer Schaden und eure Schadensresistenz um 12% erhöht. Verbündet dem Kraftfokus halt 75% dieses Wertes. Das heißt, du buffst dich selbst. Und Gegner werden um 10% verringert. Ach, das heißt, das ist ein Ultra-Buff. Ja. Wir müssen nur alle drin stehen bleiben. Das heißt, wenn wir immer neben Luft stehen bleiben, machen wir 75%, wir 8% mehr Schaden. Ja. Okay. Ist das, 8%? Ist das richtig? 9%. 75% von 12% sind 9%. Ananas, weil Gurken keine Fliegen sind.
Und Giraffen jagen ja auch nicht. Okay, und? Weißt du, das Lustige wäre, Luft, wenn ich ihn selber auch um 20% weiter buffen würde. Mhm. Jetzt zum Beispiel. Hm. Wird er kleiner? Oder? Nein, der ist gestolpert. Hier, Schädel, lach nochmal. Ah, jetzt müssen wir drin stehen bleiben. Aua! Autsch! Erst ein bisschen Heilung. Ja, so ist man. Die Kraft ist ganz gut. Diese Kombination nimmt ja mich vor, Mann. Ich finde, die Kraft ist ganz angenehm. Nein, ich will nicht handeln. So, was sagt man? Oh, 5 Gold habe ich mittlerweile. Oh. Kann man in den Abgrund laufen, bevor die Brücke da ist? Du kannst es ausprobieren im nächsten Abgrundlauf. Ja, weil es konnte halt gerade da reinlaufen. Deswegen. Ja, gut. Und noch. So, ich buffe zum 20 weitere Prozent. Achso, die nächste große Gegnerhorde, die kann ich dann wieder weghauen, ne? Alles klar. Nice. Am besten nach dem Luffy. Okay. Nach dem Luffy ist dann nicht noch so. Ach, ja, es geht. Tschüss, Luffy. Ciao, Luffy. Ihr müsst kurz warten. Luffy muss eine Strecke laufen. Oh, scheiße. Da fliegt sie einfach nur in die Dunkelheit. Es braucht neue Erste-Hilfe-Pakete. Oh. Das ist tragisch. Die alten wirken nicht mehr. Ach ja. Sie sind 30 geworden. Was soll das denn heißen? Dass du alt bist. Oh. Oh, ja. Doch, was mal ins Horn stoßen. Hui. Aber keine Sorge, hat mir ja nur den Kopf angeschlagen. Vielleicht hat das ja diesmal ausnahmsweise mal was repariert. Okay, let's go. Ah, da ist der Typ, den man anquatschen kann. Anquatschen muss. Oi. Ich wusste. Warte doch nicht. Tages, ja, warte. Ein verfluchter Ogmanie, die Geheimnisse dieses vergessenen Gewölbes entdecken und mir den größten Schatz von Hausmeier streitig machen würde. Ey! Bemo, was hast du getan? Mussten wir irgendwas beantworten? Ja. Die richtige Antwort wäre gewesen, die Armeen von Neverwinter. Ja, hat er uns da nichts angegriffen? Nö, der hat uns gesagt, ja, genau so war das. Tschüss, könnt ihr verpissen, hier nehmt die Artefakte. Aber wir sind halt tot. Überleben und so. Willst du runterspringen? Du möchtest jetzt nicht kurz vom Ziel runterspringen. Ich hab das gefragt. Ach so. Ich hab dir geantwortet. So, welches. Jetzt kann man eins von den Dingern wählen. Oder ne, wir können gleich eins von den Dingern wählen, sobald wir zurück bei dem komischen Typen sind. Können wir erstmal verlassen. So, ich setze euch dann schon mal den Wegpunkt. Wir müssen zurück nach in die Enklave. Zum elendigen Waisenladen. Nein, ich will nicht handeln. So, die Protectors Enklave. Reisewegweiser. Und hinterher. Lippodanza. Dann
Ich bin wieder falsch abgebogen. So dumm, um aufs Boss zu winken. Ja, es weint. Hey, Kinderschänder. Jo. Auf bald. Okay. Ihr solltet die Laterne nehmen. Die bufft kritische Treffer und Rüstung sich dringend, das macht halt mehr Schaden. Oder wir nehmen den gottverdammten Katalog und haben immer einen Händler. Gute Idee. Das ist auch ein guter Punkt. Deswegen sollte ich in den Katalog dieses Mal mit. Okay. Ich hatte überlegt, das Wasser zu nehmen. Aber der Katalog ist doch nützlicher. Einfach nur, weil man einen Klapphänder dabei hat. Ja. Genau, der Klapphänder ist aber eine gute Idee. Wieso können wir doch keine sekundären Artefakte haben? Ach, das müssen wir. Ich will meinen Segel als Kleriker definitiv nicht weglegen. Wir müssen Stufe 50 sein. Bevor wir zwei Artefakte tragen können. Wollen wir uns jetzt hier hinsetzen und lesen? Während wir die Aufnahme beenden? Plausible Vorgehensweise. Was willst du lesen, hä? Also, der Typ hier, der Kinderschänder hier, erzählt uns jetzt eine Geschichte. Okay. Spielen wir mit. Was war? Und wie war das nochmal? / me und dann Leerzeichen und dann sit oder AFK. AFK für Luft rumknien. Sit okay. Für sit oder sleep für irgendwie hinlegen. Du bist scheiße! Luft sitzt da ein bisschen, als wenn sie gedemütigt worden wäre. Vielleicht wurde sie das. Wir wissen es nicht. Das macht es besser. Nein, du bist immer noch gedemütigt worden. Okay. Ich bin mir sicher, erzählt uns gerade die Tragödie von Darth Plagueis den Weisen. Nein! Oh ja. Deswegen sitze ich da so. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. So. Genug aufgeregt, genug geärgert. Das Blut für den nächsten Aufnahme wird richtig fließen können. Ey! Mit neuer Bewaffnung, neuen Artefakten. Ich hoffe es. Ich habe mittlerweile 758 Schaden. Nachdem ich das Spiel einfach so nonstop wieder. Ne? So, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Cheerio. Tschüss.